Hallihallo bei The Long Dark. Und ich muss gerade feststellen, dass im Real Life draußen das super creepy Wetter ist. Ihr müsst euch vorstellen, die Sonne scheint und der Himmel ist fast schwarz. Der ist so dunkel. Das ist super merkwürdig. Gestern war hier am Brocken oben, war der Supersturm und Think I can use this. getragene Wollsocken. Brauche ich die? Ich glaube nicht. Ja, das schon. Ja, gerne, gerne. Und hier war halt auch super windig. Musste ich die Blumenkästen vom Balkon runterstellen. Hab dann immer Angst, dass die irgendwie auf den Autos landen. Und dann heißt es noch, ich war das. Mit Absicht. Wir essen die Sardine da. Wir sind jetzt hier im Holzfäller Lager und haben große Hoffnungen, diese Waffe wegzustecken und hier Antworten auf I might have to drop some gear. unsere Waldflüsterer-Fragen zu finden. Nähzeug und Kräutertee. Okay. Altholz. Brauche ich gerade Altholz? So eine Not. So, die Regale, Regale, Regale. Was sind das hier oben? Eine This will come in Jeans. handy. Nee. Nee, nee, nee. Will ich nicht. Oh, den schon. Und ich glaube, das ist halt für die Aufnahme. Achso, ist die gleiche Jeans. Glaube ich, der letzte Part. Außer ich überlege es mir anders. Das kann gut passieren. Ein getragenes T-Shirt. Ich nehme aber mal das hier mit. Nehme die aber gleich mal auseinander. Einfach, dass wir mal ein bisschen Leder haben für unsere Schuhe, unsere guten Schuhe. So, draußen hat der Wind aufgehört, ist traumhaft. So, weiter gibt's hier nichts, ne? Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Dann gucken wir mal draußen weiter rum. Wir haben hier noch zwei Trailer. Ist immer noch alles her. Ist das da oben ein Stein? Ist alles sehr ruhig hier. Merkwürdig. Ich traue der Sache nicht. Hier ist der Ofen. Da oben sind zwei Rehe. Na, mal gucken, welcher hier der Trailer ist, den wir aufschließen müssen. Der nicht. Okay, fangen wir mal hier drüben. Oh. Oh nein. Das ist, glaube ich. Ich weiß, es gibt ein. In der Sandbox habe ich immer. Gab es auch schon mal so eine Leiche hier drin, aber die war dann irgendwie nicht mehr da. Aber dass die so vollgeschneit ist, ist ja schrecklich. Kalt ist es hier doch gar nicht. Ach Mensch, du Armer. Du Armer. Okay. Die Energieriegel nehme ich sehr, sehr gerne an mich. Ansonsten. Scheint hier nicht zu sein. Außer eine Leiche. Ich glaube, hier drin möchte ich nicht schlafen. Frag mich, wo der Schnee herkommt. Dann ist es der Trailer hier. Ja, das ist der Trailer. Na, dann gucken wir mal, was wir da drinnen finden werden. Bin gespannt. Neuen Ort entdeckt. Wohnwagen. Okay. Oh Gott, hier liegt ein. Was war nochmal die Aufgabe eigentlich? Neben Aufgabe. Cocktailwissen an unterschiedlichen Orten, kurz aber die Verstecke, die könnten nützlich sein. Hole die Vorratstasche aus dem Wohnwagen. Ach so. Okay.
Ich habe manchmal Angst, dass sie Sachen aufsammeln, die wir eigentlich aber nicht benutzen dürfen. Also, ihr versteht bestimmt, was ich meine, aber ich glaube, da ist das Spiel so nett und packt es in das Quest-Inventar. Das ist super schwer, dieses Werkzeug, das weiß ich selber. Could end up being useful. Ich nehme es erstmal mit. Antiseptikum. Nein. Bin mal. Abgenutzter, was heißt das? Kaoishi? Kau? Kau? Kaoishian Pullover? Kau? Kaoishian Pullover? Oh Gott. Ein wärmender Pullover. Einen wärmeren Pullover gibt es nicht. Inspiriert vom traditionellen Pullover der Kaoishian. Kaoishian? Was? Ein Gott! Ein indigenen Volk auf Vancouver Island in Kanada. Behandle ihn wie einen alten Freund. Der sieht voll geil aus, wirklich. Ich stehe unglaublich auf so eine Klamotten, ne? Das ist schrecklich. Voll toll. Komm, den reparieren wir. Der ist bestimmt warm. Wahrscheinlich überhaupt nicht, aber. Reparieren wir mal damit. Oh, wir sollten was trinken. Oh, und dann reparieren wir ihn nochmal. Der sieht über. Was? Wir haben keinen Stoff mehr. 99%. Na, Mensch. Der sieht unglaublich warm aus, dieser Pullover. Gucken wir mal, was er kann. Oh, der kann sehr viel. Oh. Minus 2 ist okay. Und wegen dem 1 Kilo. Also 500 Gramm. Das ist schon ein bisschen krass, ne? 24 Grad. Nicht schlecht. Okay, coole Sache. Schade, dass wir den nicht sehen. Wegen dem hier. Ich warte mal, ich ziehe das mal kurz aus. Oh, wir sehen es immer noch nicht. Wegen der Jacke. Müssen wir das wohl auch mal ausziehen kurz? Es sieht ja super bescheuert aus, aber der Pullover ist wirklich hübsch. Naja, gut. So. Sehr schön, cool. Da ist noch eine Lampe, hier liegen unglaublich viele Bücher rum, die ich alle nicht mitnehmen werde, weil die viel zu schwer sind. Schublade leer. Oh, Tomatensuppe. Mag der Typ vielleicht Dosenöffner? Eigentlich? Nee, Moment, falsch. Nein, der mag keine Dosenöffner. Das war Omi, ne? Omi mochte Dosenöffner. Waldflüsterer-Vorräte, der ist ja cool, der Rucksack. Ein Rucksack voller Vorräte, die vermutlich von den Waldflüsterern hier eingelagert wurden. Okay, cool. Haben wir die schon mal gefunden? Können wir die denn schon wegbringen eigentlich? Geh zum Damm. Oder muss man das zusammen abgeben? Moment. Die Klettersocken nehme ich mit. Die Wanderstiefel. This stuff will come in handy. Wanderstiefel ist jetzt die Frage. Ich glaube, ich lasse die erstmal hier drin. Gut, dann hätten wir das schon mal. Schade, dass man die Karte nicht verkleinert. Also so, ja, verkleinern halt kann, ja. Tatsächlich. Mal das hier alles. Wir könnten natürlich jetzt gleich dann, also wir könnten auch jetzt den Abstecher noch zum Stauder machen. Und das miteinander verbinden, dass wir die Quest sozusagen gemacht haben. Und das mit dem verbinden. Und das hier verbinden wir einfach damit, wenn wir dann das mit den Fischen gemacht haben. Ist doch eine Idee, oder? Die ist ja vielleicht gar nicht so blöde. Auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal hier drin schlafen. Hier ist auch keine Leiche, das ist gut. Wie viel Kilo haben wir denn? Ja, 35, ne? Wir haben jetzt noch was los, aber. Ich überlege, ob wir uns ein bisschen Wasser machen.
Ich finde nämlich, wir haben schon wieder ein bisschen zu wenig Wasser. Ich glaube, das mache ich. Machen wir jetzt Wasser. Nicht viel, aber wenigstens ein bisschen. Und das mache ich hier. An dem Haus. Weil dort ein Ofen ist. In den Häusern hier ist man leider nicht sicher vor Wölfen. Aber ich habe gerade keinen gesehen. Sollte passen. Oh, langsam. Oh, manchmal drückt das hier alles ein bisschen. Gerade wenn man Ohrringe drin hat. Also ich habe halt ne, zwei Ohrringe, also zwei Löcher. Und habe schon grundsätzlich unten keine Ohrringe drin. Aber ich habe gerade oben irgendwie welche, wo hinten da dieser Pieker. No, that didn't work. Ja, ein bisschen länger ist und dann. Das hat nicht funktioniert. Ach so, das ist natürlich blöd. Oh, dann drückt das immer so gegen. Dann müssen wir es nochmal versuchen, Will, leider. Ich würde dir gern ein bisschen mehr Feuerskill verpassen, aber leider, leider ist das hier im Story-Modus nicht vorhanden. Also ich mag wirklich den Story-Modus sehr. Der verbindet für mich wirklich so dieses ein bisschen so dieses Sandbox-Feeling mit halt einer Story. Alright. Jetzt haben wir es geschafft. Und, und ich finde wirklich gut gelungen. Auch wenn ich ein paar Sachen vermisse, aber mein Gott, puf, ja. Da, die werde ich spätestens dann nicht mehr vermissen, wenn ich den Sandbox wieder spiele. Na, koche. Haben wir Wasserreinigungstabletten mit? Dann könnte ich nämlich jetzt nochmal 0,5 schmelzen und die, das reinigen. Oh, mir wirklich, oh Gott, meine, diese Fisselhaare. Das mache ich aber mal in Sicherheit. Reinigen wir das doch mal. Ich frage mich nur, wie... verwenden? Ah, okay. Dann vergammeln die wenigstens nicht in unserem Inventar. Jetzt wird es dunkel auf einmal. Was ist da los? Genau, sehr schön. Dann haben wir Wasser. Ich esse mal diese Tomatensuppe, die ist nicht mehr ganz so gut. Die ist sogar schon sehr abgestanden. Dann gehen wir einfach schlafen. Im Damm unter den Treppen. Na, mal gucken, ob wir da was finden. Ich frage mich auch immer noch, ob wir da überhaupt noch reinkommen, da in dieses Dammgebiet. Also, ne, in diesen Kontrollraum. Mal schauen. I could eat anything. A horse zum Beispiel. Horse, horse, horse. Diesen Food Street Market Dings da. Da gab es auch sehr kurioses Fleisch. Aber auch nicht komplett. Also ich esse das. Das waren so Krokodil und so ein. Oder Känguru sogar. Das ist jetzt nichts, was ich essen würde. Aber gerade so Krokodil da, wo ich immer gerne Buffet essen gehe, so japanisch. Da gibt es tatsächlich auch Krokodil. Und ganz kurioses Fleisch, was man sich so frisch nehmen kann und dann komplett zubereiten lassen kann. Kann man sich komplett zusammenstellen, also mit Gemüse und allem drum und dran. Was wollte ich dann tun? Wahrscheinlich was essen, ne? Und dann wird einem das frisch gebraten und zubereitet und ja. Und Hai und so, aber nicht gerade so die Dinge, wo ich sage, lecker, wow, essen, essen. War wirklich ein komischer, also wirklich sehr komischer Food Street Market. So. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass ich mir was anderes darunter vorgestellt habe. Wahrscheinlich weniger Burger.
Wo ist das Bett? Bett, Bett. Ich hatte gerade. Verdammt. Da ist es. Eine Stunde sollte doch reichen, oder? Dann können wir los in den Damm. Am besten ohne Sturm. Ich guck mal, was draußen gerade so los ist. Sieht arschmäßig kalt aus, aber ich lauf einfach mal. Reicht mir. Temperaturtechnisch. Und lichttechnisch. I'm gonna need to eat soon. Sicherlich, Will, sicherlich. Ich horche, aber ich höre nichts. Na, mal schauen. Wie weit wir hier kommen. Ich bin noch irgendwie ein bisschen geneigt, diese Pistole abzuschießen, weil ich würde gern wirklich, vielleicht ergibt sich ja der Moment, dass wir dann die Patrone wieder aufheben können, um zu gucken, ob wir den Bug haben. Mit Patrone und so. Ich glaube, ich gehe mal nicht hier oben lang, oder? Wir haben gerade auch schon wieder diesen Scheißwind. Sorry. Für Kraftausdruck. Wort. Aber dadurch höre ich ja die Wölfe nicht. Tatsächlich klingt es, als ob wir gerade am Meer sind hier. Das sieht voll schön aus. Oh. Sieht so ruhig und friedlich aus. Ich bin wirklich gespannt, was wir in dem Dokument übrigens finden werden. Was uns das sagt, das Dokument. Hoffentlich können wir das lesen. Wahrscheinlich können wir das gar nicht mal lesen, hä? Weil das für den Anführer von den Waldflüsterern gedacht ist. Ist da vorne eigentlich immer noch der Wolf zugange? Tatsächlich, oh Gott, oh, entschuldigt, bin diese miesen Entwickler, die den da mit purer Absicht natürlich hinsetzen. Na dann. Muss ich den jetzt so in purer Absicht umlaufen? Nebenbei nehme ich einen Rollkorb mit. Gerne, gerne. Eigentlich brauchen wir die gerade nicht. Hm, ein bisschen weiter hier. Wollen wir nicht gleich angefallen werden. Oh Gott, jetzt schlägt da oben auch noch einer rum. Scheiße, ey. Entschuldigung. Ah, ist doch Käse. Geht da mal alle weg. Brauche ich nicht. Hier, gerade. Wo ist denn jetzt hin? Hinterm Auto? Das ist aber nicht derselbe, der gerade ist, oder? Sollte ich vielleicht mal schleichen? Oh, ich höre ihn, ich höre ihn, ich höre ihn. Ich sehe seine Fußspuren, das ist ja noch schlimmer. Mach mich an. I think my stomach is eating itself. Psst, psst. We have a big problem here.
Gott. Gott, die Kasse, der Fanny, wäre so nah an mich dran. Komm. Oh. Erstmal kurz speichern. Jetzt kann er uns gerne noch fressen. Können wir da einfach durchrennen eigentlich? Muss gucken. Mein Herz. Ich renne mal kurz. Ich renne mal. Wahrscheinlich haben sich jetzt auch schon Wölfe angesiedelt. Oh ja. Soll mir jetzt gerade egal sein. Hoffentlich. Ich glaube, das ist gut gegangen. Oh Gott. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schnell hier rein. Schnell, schnell, schnell. Oh, so. Kater Staudamm, hier ist er. Stand das Höck ja auch schon vorher? Also diese Kiste. Ich gucke nochmal, wo das genau sein soll. Ah, da, die unter einer losen Kachel unten an der Treppe zum Verwaltungsbüro. Okay, da hinten rechts. Ach, hier ist so dunkel, ne? Machen wir eine Lampe an. Hier ging es doch zum Verwaltungsbüro, also... Hier irgendwo? Unter den Kacheln? Zum Verwaltungsbüro. Oder was? Verwaltungsbüro da oben? Die Tür? Nee, ne? Admin Office, Turbine Room, Control Room. Das ist der Kontrollraum, in dem wir halt nicht reinkommen, ne? Genau, weil wir den Code nicht kennen und hier auch gar kein Strom und so ist. Muss ich da unten die Paletten wegräumen? Aid Station. Na, hier war das. Hier ist eine Tür, da die nirgendwo hinführt. Hier war der. Hm. Warte mal, nochmal. Unten an der Treppe zum Verwaltungsbüro. Einer losen Kachel. An der Treppe, also nicht hier. An der Treppe. Direkt. Jetzt muss ich mich ein bisschen auf hier konzentrieren. Vielleicht weiter oben? Aber hier sind keine Kacheln. Die sind ja unten. Wie schnell. Er will hier runter rein. So, ich habe hier gar nichts gesehen. Muss ich irgendwie die Paletten auseinandernehmen? Um da ranzukommen? Soll ich mal versuchen? Ich kann mir das gerade irgendwie nicht anders vorstellen. Dreimal Altholz brauche ich gerade eigentlich gar nicht, aber okay. Super. Ja, natürlich so umsonst gemacht. So gemein ist das Spiel dann doch nicht, anscheinend. Hä? Doch! Hier! Oh Gott! Wow, ich muss mal ganz schnell was essen. Warte, wir gucken sofort. Hier. Ein Beef Jerky. Super. Das zeigt 5 Millionen Altholz im Inventar. Aber nun gut. Hier ist die lose Kachel. Waldflüsterer-Dokument. Dokument, die von den Waldflüsterern gefunden wurden. Sie glauben, dass sie für ihre Sache wichtig sind. Waldflüsterer-Dokumente. Endlich haben wir den Beweis, nachdem wir gesucht haben. All die Fotos von den Rodungsarbeiten, die wir in den sozialen Medien geteilt haben, wurden einfach ignoriert. Und wer kann Ihnen da schon einen Vorwurf machen? Niemand glaubt mehr, was er sieht.
Aber jetzt haben wir einige Dokumente aus dem Holzfällerlager gestohlen, die beweisen, dass Brayer House sich illegal hier aufhält. Sie haben keinerlei Genehmigung und sie fallen alte... Fällen alte, geschützte Bäume. Genau das brauchen wir, um sie auszuschalten. Sogar die Anwälte und Bücklinge versuchen, diese Sache geheim zu halten. Und sie werden Erfolg damit haben. Mit diesen Dokumenten können wir neue Leute um Bargeld für unsere Kampagne auftreiben. Dann läuten wir endlich die nächste Runde ein. Aber ist es dafür nicht vielleicht schon zu spät? Nur mal so... There you are. Also, so ganz... nebenbei gefragt. Okay. Okay, wir müssen zu der Seehütte zurück. Das war mein Plan. Okay. Supi-dupi-hup. Wie sieht's aus? Sollten wir... Ja, jetzt muss ich halt ein bisschen aufpassen, ne? Jetzt läuft hier gerade so ein schönes Lied. Da mag ich ja gar nichts sagen. Außer was trinken. Und ich versuche jetzt mal noch irgendwie wieder zurück in den Trailer da zu kommen. Mit der Gefahr, dass uns jetzt ein Wolf anfällt. Also wir haben den einen Wolf, der da ist. Ist sie da immer noch? Ich kann es irgendwie nicht gut erkennen, wenn ich ehrlich bin. Ich wollte mal kurz dieses Häuslein hier... Doch, der ist da immer noch. Und wo ist der andere gerade? Der latscht hier lang, ich höre ihn. Nur wo ist die Frage? Wo? Da ist er gerade. Okay, sollten wir das vielleicht nutzen? Ich weiß nicht. Kann ich überhaupt rennen? Ich kann rennen. Ich renne. Ich renne aber in das hier rein. Weil ich es kann. Oh Gott, ich erschrecke mich immer so. Oh Gott. Hui, aber wir haben es ein bisschen reingeschafft. Das ist super. Mein Herz. Ich muss mich beruhigen. Na, sehr schön. Dann können wir zurückgehen zu dem... Seeflüsterer, Wald, nicht Seeflüsterer. Also der ist am See, aber es ist ein Waldflüsterer. Und können denen die Sachen geben, die wir für den suchen sollten. Das ist schon mal schön. Dann hätten wir nämlich schon mal diese Aufgabe erledigt. Hier, guckt mal sogar, zwei Sachen. Warum auch immer da zwei Pfeile sind. Also vielleicht, weil man das eine und das andere aufklärt oder so. Dann würde ich sagen, können wir ja beim nächsten Mal fischen, also angeln. Zu Jeremiah gehen und ihm das Zeug bringen. Die nächste Quest annehmen und das machen wir dann nebenbei so, ne? Das wird schon, denke ich. Weil Jeremiah hat ja, glaube ich, drei Quests für uns. Also drei Sachen, die wir irgendwie überstehen müssen. Und genau, dann angeln wir. Können wir wahrscheinlich dann hier mit der Quest, Beendung der Quest irgendwie verbinden. Sehr gut, freue ich mich drauf. Freue mich aufs Angeln. Ich angle sehr gerne, so Long Dark. Und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir kommen hier dann heile weg, ne? Weil wir haben ja den Wolf jetzt vor der Tür. Und ja, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder bei The Long Dark. Und ja, bis dann. Tschüss. This is me against the world.